ein Aufruf zur Einheit von Mickey Willis. Als Dokumentarfilmer war ich an vorderster Front bei vielen der größten Skandale und Proteste in unserem Land dabei. Bevor es die sozialen Medien gab, setzten sich die Menschen zusammen. Ich weiß, einige von euch kennen diese Zeiten nicht mehr, aber das waren schöne Zeiten. Ein Teil dessen, was es so vielen Menschen ermöglichte, sich von Assange abzuwenden, war, dass einige der MeToo-Vorwürfe, die aufgetaucht waren und die letztendlich diskutiert wurden, in den Köpfen der Menschen hängen blieben. Sie verbreiten wissentlich eine falsche Geschichte und ziehen sie dann zurück, weil sie wissen, dass die Lüge Millionen erreichen wird, aber nur sehr wenige werden die Richtigstellung sehen. Der ehemalige CIA-Direktor William Casey sagte: Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. Oh, Digga, ich schwör's dir. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Wir sind gerade hier natürlich wieder live auf Twitch. So, die Love Gang haut gerade Herzen rein. Liebe geht raus vom ganzen Chat und von mir natürlich an euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir jetzt ins erste Video rein, welches heißt Ein Aufruf zur Einheit von Mickey Willis. Ist ein Video vom Discord, aus dem Discord. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Hab's mir vorher noch nicht reingezogen. Aber ich denke mal, es ist ein interessantes Video. Ein Aufruf zur Einheit, immer gut. Liebe und Positivität verbreiten, meine lieben Freunde. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die erste Reaction. Let's go. Ich bin seit fast 20 Jahren ein Menschenrechtsaktivist. Als Dokumentarfilmer war ich an vorderster Front bei vielen der größten Skandale und Proteste in unserem Land dabei. Aus dieser Perspektive war ich Augenzeuge des Aufstiegs und Niedergangs zahlreicher Graswurzelbewegungen. Nahezu jeder organisierte Widerstand, an dem ich teilgenommen habe, endet krass, voll interessant, nur Zentimeter vor dem Sieg aufgrund desselben entscheidenden Fehlers. Interne Kämpfe. Die Mitglieder derselben Gruppe wandten sich gegeneinander. Es beginnt oft mit Geflüster über die prominentesten Sprecher der Bewegung. Diese Gerüchte klingen meistens so: Ich habe infiltriert. Die werden auch oft infiltriert, auch von Regierungsapparaten. So, ne? Hat man schon öfter mitbekommen, dass die Regierung selbst auch Leute einschleust bei Demonstrationen und bei Bewegungen, die Anti-Quasi-Regierung sind, um die zu infiltrieren, um da Unruhe zu stiften und dann halt sie auseinanderzuschlagen wieder. Dass John kontrollierte Opposition ist. Oder einige Leute sagen, dass Jane kompromittiert ist. Obwohl der Einsatz von Infiltratoren und Agitatoren eine sehr reale Sache ist, habe ich noch kein Szenario erlebt, in dem eine solche Bezeichnung zutreffend angewandt wurde. Und verdächtigerweise werden diese Etiketten immer denjenigen aufgedrückt, die die größten Fortschritte machen. Aber die Verschlechterung ihres Rufs geht zulasten ihres Beitrags zu deinem Leben. Bevor es die sozialen Medien gab, setzten sich die Menschen zusammen, um über... Das ist krass. Bevor es die sozialen Medien gab, setzten sich die Menschen zusammen, meine lieben Freunde. Ich weiß, einige von euch kennen diese Zeiten nicht mehr, aber das waren schöne Zeiten. Ich wünsche mir diese Zeiten manchmal zurück. Auch so generell, auch mit Freunden treffen und so. Zu Hause klopfen, ey, ist der Dings zu Hause, kann der rauskommen, spielen. Vibes. Sprechen. Heute gehen wir ohne stichhaltige Beweise oder ausreichende Nachforschungen direkt an unsere Tastaturen, um unsere Verdächtigungen zu teilen. Selbst wenn sich das Gerücht als falsch erweist oder einfach verpufft, bleibt immer ein gewisser Grad an Zweifel und Spaltung. Das alles ist safe. Hundertprozentig. Das wird auch genutzt, weißt du, wie ich meine? Um Leute zu degradieren, selbst wenn die Vorwürfe nicht stimmen. Aber wie oft haben die das schon gemacht mit Menschen, die was bewegt haben oder bewegen wollten, dass die irgendwelche Vorwürfe in den Raum gestellt bekommen haben, Vergewaltigung und was auch immer, und das dann kleben geblieben ist bei diesen Menschen und die dann nicht mehr so viel bewegen konnten, wie sie bewegt hätten, wenn das nicht passiert wäre, so, weißt du? Immer wieder eine ähnliche Masche steckt da dahinter, so. Vom Gefühl her. Absichtigt. Ein Teil dessen, was es so vielen Menschen ermöglichte, sich von Assange abzuwenden, war, dass einige der MeToo-Vorwürfe, die aufgetaucht waren und die letztendlich diskutiert wurden, in den Köpfen der Menschen hängen blieben. Die Stimmen der Propaganda. Ich schwör's dir. Julian Assange, bester Mann auf jeden Fall, und traurig, dass der nicht mehr Support von uns auch als Menschheit bekommen hat, so, weißt du? Wir hätten das nicht zulassen dürfen, was mit ihm passiert ist, so. Wir hätten uns dahinter stellen müssen, weißt du, als komplett als Gesellschaft, auf die Straßen gehen, alles anzünden, weil der Bruder hat sein Leben riskiert für die Wahrheit. Meisterhaft in diesem Spiel. Sie verbreiten wissentlich eine falsche Geschichte und ziehen sie dann zurück, weil sie wissen, dass die Lüge Millionen erreichen wird, aber nur sehr wenige werden die Richtigstellung sehen. Amy Coney Barrett's religiöser Glaube wird erneut in Frage gestellt. Sie gehört dieser Gruppe People Appraise an, die vom Southern Poverty Law Center als Hassgruppe eingestuft wurde. Als ich sagte, dass People Appraise als Hassgruppe eingestuft wurde, habe ich sie nur mit einer anderen Gruppe verwechselt. Ich habe es... Digga,
Schön verwechselt, ich küsse doch dein Herz. Einen Topf geworfen. Ah, okay, das kommt vor. Ja, das kommt vor, wa? Weißt du, das passiert? Whoopi, hä? Goldberg. Manchmal. Der ehemalige CIA-Direktor William Casey sagte, wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. Oh, Digga, ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Scheiße, Digga. Alles, was die amerikanische Gesellschaft denkt, falsch ist, Bro. Dann ist das Desinformationsprogramm abgeschlossen. Nehmt euch das zu Herzen, ne? Verbreitung von Gerüchten, die zur Spaltung führen, ist eine der häufigsten Taktiken der psychologischen Kriegsführung. Wenn die Lügen aufblühen, verhalten sich wohlmeinende Bürger wie Arbeitsbienen und bestäuben die Massen mit giftigen Desinformationen. Was die tratschenden Bienen nicht erkennen, ist, dass sie selbst die Arbeit der kontrollierten Opposition verrichten. Sie arbeiten buchstäblich, ohne es zu wissen, für genau die Kräfte, von denen sie glauben, dass sie sich ihnen widersetzen. Klimakleber in den Mann. Erhole, all dies ist beabsichtigt. Das ist die Matrix, meine lieben Freunde. Krasses Video. Und wir alle von den neuesten Trends und Tragödien abgelenkt wurden. Da war der Andrew Langer. Grüße gehen raus, Free Top G an der Stelle. Oder alles, was Einfluss auf unser Verhalten hat, von einer Agenda zur Kontrolle unserer Gedanken infiltriert. Ob es nun darum geht, uns dazu zu bringen, ein Produkt zu kaufen, für eine politische Partei zu stimmen oder uns experimentellen Impfungen zu unterziehen. Es sind Real Talk am Werk, die die Funktionsweise deines Verstandes viel besser verstehen als du selbst. Ihr Ziel ist totale Kontrolle. Aber weil sie die wenigen sind und wir die vielen, können sie die totale Kontrolle nur durch die uralte Taktik des Teilens und Eroberns erreichen. Entweder ist man auf ihrer oder auf unserer. Safe. Da denke ich auch immer wieder an dieses Video, wo das wir uns definitiv im Stream auch noch reinziehen werden. Das geht halt 3 Stunden. Aber da die ersten 15 Minuten habe ich mich schon reingezogen, dass alle großen Wissenschaftler der Welt haben sich getroffen. Einstein, Marie Curie, Niels Bohr und diese ganzen Leute und haben über das Thema Bewusstsein geredet, beziehungsweise über das Thema auch Spiritualität und Quantenphysik, weil die halt an einen Punkt gekommen sind in der Wissenschaft, wo sie die Sachen nicht mehr erklären konnten und dann Dinge realisiert haben, wie viel Macht wir Menschen eigentlich haben auch so. Was wir alles mit unserem Mind, wenn wir das kontrollieren können, in der Außenwelt schaffen können und dass wir die Welt um uns herum auch verändern können. Aber dieses Wissen wurde bewusst eingeschränkt. Nach diesem Treffen von diesen Wissenschaftlern wurde ein Plan gehackt, dass dieses Wissen unterdrückt wird, weil so würden alle Menschen verstehen, wie viel Macht sie in sich haben, so, weißt du? Und die Leute, die uns steuern und lenken, wissen das und die wissen auch, wie sie uns steuern und lenken können, aufgrund dieser Macht, so. Und wenn wir das realisieren würden als Bevölkerung, als Zivilisation, dann könnten die das nicht mehr tun, weil wir sind ja viel mehr als Zivilisation, als Bevölkerung, als die Leute, die uns die ganze Zeit steuern und lenken. Weißt du? Nie zuvor waren wir so gespalten. Gespalten durch Politik, Religion, Nation, Staat, Rasse, Klasse, Geschlecht und jetzt auch durch den Impfstatus. Um besser zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, bedenken Sie diese 3 Zitate aus der Kunst des Krieges von Sun Tzu. Die höchste Kunst des Krieges ist es, den Feind zu unterwerfen, ohne zu kämpfen. Siegreiche Krieger gewinnen zuerst und ziehen dann in den Krieg. Das Geheimnis liegt darin, den Feind zu verwirren, sodass er unsere wahren Absichten nicht ergründen kann. Obwohl Sun Tzu vor über 2500 Jahren lebte, ist sein Werk nach wie vor das Herzstück unserer CIA und der Strategie der Kommunistischen Partei Chinas. Es ist kein Zufall, dass etwa zur gleichen Zeit, als Sun Tzu lebte, die Worte "Vereint stehen wir, geteilt fallen wir" erstmals aufgezeichnet wurden. Es ist Einigkeit, die unsere Gemeinschaften retten wird. Real Talk. Real Talk. Einigkeit. Wie eigentlich die deutsche Hymne auch sagt, Einigkeit und Recht und Freiheit. Wie weit sind wir davon weggekommen, Bro? So traurig. Und du siehst auch an diesen Zitaten, wie alt dieses Wissen schon ist, weißt du? Ist aktueller denn je, was diese Zitate gerade gesagt haben. Ihr im Publikum seht, Muslime, Christen, Juden, Demokraten, Republikaner, Weiße, Schwarze, alles zusammen. Dies ist das Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich dafür entscheidet, alle Mitglieder der Menschheitsfamilie anzugreifen. Unsere größte Macht ist unsere Anzahl. Deshalb das unerbittliche Bemühen, uns in Bruchstücke zu zerschlagen. Unsere größte Macht ist unsere Anzahl. Geiles Video. Fühle ich komplett gerade. Während ihre Pläne aufgedeckt werden, werden die Spalter von nichts Halt machen, um ihre Verbrechen gegen die Menschheit zu verbergen. Sie haben Bunker. Alles, was wir haben, sind wir selbst. Die gute Nachricht ist,
Das ist alles, was wir brauchen. Wo Einigkeit herrscht, ist immer Triumph. Obwohl wir von Natur aus mit der Publius Cyrus, fühl ich. Wo einig. Publius, geil. Da sind wir wieder bei den Namen, meine lieben Freunde. Wie hieß er nochmal? Von Antiochien, Bro. Wie hieß er nochmal aus Antiochien, Dicker? Scheiße. Theophilius. Theophilius aus Antiochien. Publilius. Cyrus. Herrscht. Ist immer Triumph. Obwohl wir von Natur aus miteinander verbunden sind, ist unser Verstand so verdrahtet, dass er auf unsere Unterschiede fixiert ist. Entgegen der gesellschaftlichen Indoktrination müssen wir nicht ideologisch gleichgeschaltet sein, um zusammenzustehen. Wir müssen uns nicht mal mögen. Wir müssen nur in einem Punkt übereinstimmen. Freiheit ist unser Geburtsrecht. Jetzt ist es an der Zeit, alles los. Wir sind alle miteinander verbunden, Mann. Das ist so ein wichtiges Wissen. Und das ist auch das Wissen, was du quasi, wenn du dich mit Wissenschaft auseinandersetzt, wo du auch irgendwann dann einfach draufstößt, wo du merkst, okay, alles hängt miteinander zusammen. Alles. Und wenn du alleine das realisierst, gehst du durch die Welt als ein anderer Mensch. Wenn du verstehst, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir mit der Natur, mit den Tieren, mit allen anderen Menschen und mit allem, was es gibt hier, verbunden sind, dann gehst du mit diesen Dingen anders um und dann behandelst du diese Dinge anders. Und alleine das würde uns schon so weit zusammenbringen, und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Zu lassen, woran du festhältst, das dich von deinen Freunden, deiner Familie und deinen Mitmenschen trennt. Erhebe dich über alle Mikrodramen und Ablenkungen, um zu erkennen, dass sich eine sehr viel größere Geschichte entfaltet. Schlucke deinen Stolz herunter, werde demütig, lass los. Ich schlage nicht vor, dass wir wegsehen, wenn jemand unseren Vorwärtsdrang eindeutig bremst. Es gibt Menschen, die es verdienen, namentlich kritisiert zu werden, insbesondere diejenigen, die unser Vertrauen ineinander untergraben. Aber selbst dann sollten wir daran denken, dass unsere Worte ein Menschenleben beeinflussen. Wir sind so darauf konditioniert worden, zu glauben, dass wir machtlos sind, dass wir unachtsam mit unserer Macht geworden sind. Wie Kleinkinder mit geladenen Pistolen. Wie oft müssen wir uns selbst in den Fuß schießen, bis wir merken, dass wir die Macht in unseren Händen haben. Das Einzige, was uns an diesem Punkt aufhalten kann, sind wir selbst. Wir wurden alle belogen, betrogen, genarrt, ausgetrickst und genötigt. Ja, es ist scheiße. Aber hier sind wir. Weiser und stärker als noch vor 3 Jahren. Dies ist der Moment für uns, unsere angeborene Fähigkeit zu aktivieren, Lösungen zu schaffen, die nur durch das Bewusstsein der Symbiose möglich sind, definiert als eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen verschiedenen Gruppen. Das gesamte Leben hängt von Beziehungen ab. Alles Lebendige steht in Kommunikation, von den Sternen bis zu den Planeten, der Erde, den Pflanzen, den Elementen, den Insekten, den Tieren, den Menschen und jeder Zelle in uns. Echte Veränderung im Außen beginnt mit echter Veränderung im Innen. Ich hätte es besser nicht sagen können. Echte Veränderung im Außen beginnt mit echter Veränderung im Inneren. So harte Facts, Bro. Harte Facts. Das muss man sich eintrichtern und nie wieder vergessen. Die Frage ist, wie schlimm muss es werden, bevor wir bereit sind, uns zu ändern? Ich bin da, mein Jutzer. Ich bin mittendrin. Plandemic 3. Bevor wir bereit sind, uns zu ändern. Plandemic 3, The Great Awakening. So. Das Gegenstück zum Great Reset, meine lieben Freunde. Sehr, sehr starkes Video. Also Dankeschön an denjenigen, der das in den Discord reingeschickt hat. Das hätten meine Worte sein können. Richtig schön erfüllend, so ein Video sich reinzuziehen. Gute Vibes, gute Energie, gute Message. Genau so ein Content, meine lieben Freunde. Das sind wir. Das ist die Love Gang.